Weiter geht's mit dem Addon, bei dem niemand weiß, wie man es verlassen kann. Obwohl man eigentlich schon durch ist. Da sieht man mal, wie hingeklatscht das alles ist in New Vegas. Irgendwas. Außer irgendwelchen Schrott natürlich. Die ich jetzt nicht extra komplett einsammeln will. So ein komisches Teil. So ein Bastardiges. Ob das wohl was ändert? Also, was ich auch auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ich dieses ganze Dödelspiel und vor allem das ganze Dödel-Add-on absolut gar nicht ertragen könnt, wenn ich nicht wenigstens dabei die mustergültige Musik hören könnt. Ich nehme schon längst wieder aufgehört. Dieses Spiel ist nämlich ohne die Musik natürlich nicht zu ertragen. Ist das das, was man da gesucht hat? Ich sehe das gar nicht mal so genau. Ach so, weil dieser komische Verrückte hier zu Hause war anscheinend. Die Idee ist halt einfach mal überall rein, vielleicht bringt's ja was. Obwohl ich eigentlich immer noch der Meinung bin, dass absolut nichts, was man in diesem Spiel tut, irgendwas bringt. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bedeuten diese Skillbuchrezepte sowieso nur, dass man so temporäre Skillbücher kriegt, die ja gar nichts bringen. Na klar. Vor allem, dass sie sowas von blöd sind und das Wort sehr nicht einfach ausschreiben können. Die in Fallout 3 konnten das nämlich. Die nämlich einfach viel besser sind.
Ihr Verrückten! Ey, was zum Teufel haben die für satanistische Fantasien, die sich das ausgedacht haben? Die haben doch nicht mehr alle diese Programmierer-Mofos. Ich hab gewusst, dass das da sein müsste. War ja relativ offensichtlich. OMG, warum sammelt der Kerl denn jeden Klutter ein, den er finden kann? Ja gut, das war ich hier aber überall. Das hat ja so richtig viel gebracht. Dann wollen wir jetzt eigentlich aus diesem nervigen Ort wieder raus. Ich laufe ich aber erstmal dahin.
dürfte er jetzt nicht so weit weg sein eigentlich. Ist natürlich wieder stockdunkel. Die Teile gibt's immer noch. Ach nee, als ob ich das nicht wüsste, dass ich jetzt im Kampf bin. Hat doch hier einen Nahkampf, ihr Feiglinge! Laserwaffen sind was für Leute mit kleinen Schwänzen. Na toll. Will nicht immer abgeböllert werden. Vor allem zieht alles viel zu viel ab in diesem Böb-Spiel, wenn es einen trifft. Es gibt keine Angriffe, die nur ein bisschen was abziehen. Sondern wenn man getroffen wird, dann immer gleich ganz arg. Eigentlich war ich hier schon. Ach so, da war es ja dann so, dass diese komischen Skorpione gespawnt sind. Und dass ich dann einfach weggerannt bin. Aber ich frage mich wirklich, was zum Teufel man machen muss, um das Addon verlassen zu können. Wenn schon der Abspann gekommen ist, dann muss es ja eigentlich zu Ende sein. Und ich habe keinen Plan. Wobei ich mir denken kann, dass wenn ich dann irgendwann auf Wikipedia nachlese, dass dann da stehen wird, dass dieses Addon einen Bug hat. Und dass es passieren kann, dass man nicht mehr rauskommt, wenn man mal drin ist, falls man die falschen Entscheidungen trifft. Oder so. Ach, man muss da rein. Natürlich kommen hier irgendwelche Erschis. Was? Das war ja mal overpowered. Komm her, du Vollbastard. Endlich ist der ÖIA fertig gemacht. Sondern aber noch so ein ÖIA. Und der scheint total overpowered zu sein. Na toll, das sind ganz viele von den A-Typis. Wuuuus! Nö, wo ist der? Ah, da. Komm her, du overpowertes Stück Scheiße. Ey, du, ich geb dir jetzt aber sowas von, du. Och, nö. Ey, ist das gecheatet und zwar Opa. Ey, ich geb's dir, du! Ey, ich geb's dir, du! Oh, ist das verbuggt und cheaterig. Warum das ist auch jedes Mal in eine andere Bastardrichtung zeigen muss. Dung, 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 dung. Ey, du Ui, ey, ich geb's dir jetzt aber sowas von Ui.
Endlich ist er weggeölt. Meine Güte, ist das Nervkopf-Tippi. Vor allem habe ich dieses gottverdammte Addon eigentlich schon längst geschafft. Und kann nicht raus. Aber das ist der Unsinn, wegen dem ich überhaupt hier bin. Bin ich mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich mich mit Move 2 aus dem Addon raus teleportieren werde. Ich meine, wenn das so buggig ist, was soll ich machen? Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, dass es da nicht rausgeht. Nachdem man schon fertig ist. Wenn es nicht da rausgeht, wo man glaubt oder erwarten wird, dass es rausgeht, dann soll man es einem halt gefälligst sagen, wo es stattdessen rausgeht. Und einen nicht so Rätsel raten lassen. Ich meine, was soll denn da der Sinn davon sein? Den Spieler da unendlich lang rumlaufen zu lassen. Das ist einfach nur unnötig. Sieht man mal wieder nichts. Wie hilft das mal so? So, irgendwas stimmt da nicht. Es ist immer Nacht. Selbst der Uhrzeit nach zu urteilen. Das kann einfach nicht Tag sein in diesem Add-on. Das haben die bestimmt auch absichtlich gemacht, um Leute zu schikanieren, bei denen die Grafikkarten alles dunkler anzeigen, als es eigentlich sein soll. Eigentlich ist zwar schon sowieso das ganze Spiel Schikane, aber dieses Addon ganz besonders. Also das Arbeitszeugnis, das ich den Erstellern von diesem Addon ausstellen wird, da wird sowas stehen wie: Die Programmierer haben sich bemüht, ein gutes Addon zu schaffen. Das wäre noch euphemistisch, sowas zu schreiben. Ich kenne einen, der wird bestimmt gleich direkt sagen, was er denkt, nämlich sowas wie: Das Addon ist der letzte Schrott. Beziehungsweise die Programmierer werden besser in der Frittenbude aufgehoben. Du Dödel, da sollst du mich einfach rauslassen. Wer soll das denn sonst tun, wenn nicht du? Ganz ehrlich. 99,9% aller Leute würden doch normalerweise damit rechnen, dass dieser Zentralteil dann logischerweise auch ermöglicht, dass man wieder rauskommt. Ah, guten Tag, Bürger. Was bringt es den Aufruhr? Leere Bücher sind besser für den Geist, Bürger. Leere Bücher entmutigen. Sie könnten sie auch verwenden, um ein...
verdammten Bürger, das klingt gefährlich aufrührend. Leider wurde es aus Budgetgründen geschlossen. Für den Anfang benötigt. Jetzt. Sind das alles Verrückte? Ich bin ein akustisches Genie. Gib mir ein gutes Bass. Hast dir ein Schallimitter besorgt? Oder... Richtig so, Daddy-O! Wirf's! Jetzt wisst, was das ändert. Wenn Sie noch keine Kommunisten in Ihrem Hintergrund gefunden haben, dann suchen Sie nicht gründlich genug. Ein Toaster ist nur ein Todesstrahl mit geringerer Leistung. Hast du jemals versucht, du hättest... Kumpel, wenn... Du solltest dich fürchten! Nicht einfach Mord! Du willst Waffenbaupläne? Ich zeig dir verdammte Waffenbaupläne! Oh, Baby! Da, bitte sehr! Und macht das Teil jetzt irgendwas? Hämmert es auch noch so schnell, wie es eigentlich soll? Ja, zum Glück. Ich habe nämlich irgendwie befürchtet, dass es dann wieder langsamer hämmert. Aber egal, es kommt dann jedenfalls wieder ein neues Video, in dem ich weiterhin nicht raffen werde, wo zum Teufel man hin muss. 10, 9, 8, 7, 6...